Bad Vilbel in der Wetterau oberhalb Frankfurts gelegen, ist über die Autobahn gut zu erreichen. Die Stadt bietet zwei kostenlose Möglichkeiten für Wohnmobilisten. Jetzt, im heißen August 2022, haben wir uns für den Platz am Freibad entschieden. Dieser liegt zwar nicht so zentral wie der alternative Wohnmobilstellplatz am Festplatz, aber das Freibad und der Nitterradweg vor der Womo-Tür hat auch Vorteile. Diesen Stellplatz anzufahren, glich im August desselben Jahres einer kleinen Odyssee. Leider wird momentan im Sommer 2022 von seitens der Bahn viel gebaut. Hat man ihn dann glücklich gefunden, steht man himmlisch ruhig, direkt an der Nitter. Davor ein Sportplatz mit dem Freibad um die Ecke. Hier ein Blick hinter das Womo und aus der Schlafzimmerdachluke. Natürlich geht es erstmal auf die Räder. Der Niederradweg führt ja direkt an den Stellplätzen vorbei. Allerdings, umleitungsbedingt, ist er am Anfang etwas nervig. Danach sind im Gegensatz zur Anfahrt an den Stellplatz die Radwege überdurchschnittlich gut ausgeschildert. Unser Tipp: Als erstes in der städtischen Touristinfo sich mit reichlich Lesematerial über Bad Vilbel und Umgebung eindecken und sich belesen. Direkt am Radweg und nicht zu übersehen das Römermosaik, dessen Nachbildung zu besichtigen ist. Gleich daneben die Hassia-Quelle mit ihrem überregional bekannten Mineralwasser. Die Wasserburg. Dort finden jeden Sommer Festspiele statt. Den Nitterradweg sollte man in beide Richtungen abradeln. Allerdings ist er ziemlich stark frequentiert. Großraum Frankfurt eben. Trotzdem, wer aufpasst und nicht als Rennradler unterwegs ist, kann einiges entdecken. Nicht nur die üblichen Gänse und Schwäne. Auch Nutrias findet man bei genauerem Hinsehen. Und meistens, so wie hier, überhaupt nicht scheu. Auch relativ viele Eisvögel, auch wenn diese schwierig zu finden und erst recht zu filmen sind, konnten wir bei unseren Radausflügen an der Nidda beobachten. Fremdbewohnt. Diesen Nistkasten am Radweg haben Hornissen in Beschlag genommen. Wer bei sommerlichen Temperaturen eine Abkühlung braucht, genialerweise, parkt das Womo ja bewusst äußerst günstig. Und bei moderaten Eintrittspreisen ist man drin. Im fußläufig gerade um die Ecke erreichbaren Bad Vilbener Freibad. Und da lässt es sich bei Temperaturen um die 30 Grad gut aushalten. Kein teures Erlebnisbad, aber ein grundsolides, besuchenswertes Schwimmbad. Also, auf ins Wasser! Abends hinter dem Camper an der Nidda entdecken. Ein grünzeugfutternder Nutria. Als krönender Abschluss danach in den Biergarten. Und gleich um die Ecke, also ohne lange Wege, bietet sich die Speisekammer an der Nidda an. Grundsolide und akzeptabel. Wer keine Nouvelle Cuisine braucht, ist hier richtig. Unser Fazit: Bad Vilbel, Stellplatz am Freibad.
für ein Wochenende, aber möglichst mit Rädern, durchaus empfehlenswert.